OCG Banlist ist draußen. Und es gibt einige coole Veränderungen in so einer Liste, was wir jetzt bekommen haben. Deswegen gucken wir uns das Ganze an. Also, ich würde sagen, let's go! Moin Leute, was geht ab? Und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute, gerade eben, kam die OCG Banlist und dachte mir so, ich mache mir direkt ein Video dafür. Ich weiß nicht, ob das Video gleich am selben Tag rauskommt. Vielleicht ja, vielleicht nein, je nachdem, wie ich das schaffe. Wir gehen einfach rein und gucken wir uns, was da genau passiert ist, weil da sind einige coole Sachen, die ich selber sehr cool finde. Und wir gehen einfach rein. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Karten, die jetzt verboten sind. Es ist sind nicht Karten, sondern eigentlich nur eine einzige Karte, nämlich ist das der Beatrice. Beatrice ist endlich weg. Jetzt ist das in OCG und in TCG. Ist die Dame verboten und jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze so weiterläuft. Ja, das ist der einzige Card tatsächlich, die verboten wurde. Das heißt, die haben sich jetzt immer noch dazu entschieden, Apollosa zu behalten. Dass sie sagen, okay, wir behalten die Apollosa. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich Apollosa ist keine coole Karte allgemein. Aber gehen wir weiter. Karten, die auf 1 sind oder wieder auf 1 sind oder auf 1 sind, die haben den Zodiac Drydent. Haben die es zurückgebracht. Drydent ist wieder auf 1. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Bei uns ist die Karte, glaube ich, immer noch gebannt. Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz cool ist das. So, Karte Nummer 2. Das ist eine Karte, die wir eigentlich auch in TCG darauf warten, bis diese Karte endlich auf 1 geht. Nämlich der gute Masterpiece, der True Draco Slaying King, ist auf 1. Sehr, sehr, sehr krass, sehr, sehr wichtig. Ich finde, die Karte kann auch bei uns auch zurückkommen. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr coole Karte, ist das. Und ich glaube, der wurde ja schon lange Power Creep. Und die Power Gap ist viel zu groß jetzt, dass die Karte wirklich ein Problem darstellt. So, Karte Nummer 3. Dann haben wir Dragoon. Dragoon ist wieder auf 1. Dragoon war ja, war ja gebannt auf OCG. Und ja, jetzt ist er auf 1. Das nächste haben wir die Karte Snatch Seal. Snatch Seal war ja bei uns erlaubt. Auf 1, jetzt ist es auch bei OCG, ist es auch auf 1. So, jetzt kommen wir zu Karten, die auf 2, 3 waren, die jetzt auf 1 sind. Und als allererste kommen wir der Diabelsa, der Black Witch. Ist die Karte, die jetzt auf 1 gegangen ist. Man merkt, OCG hat es gemerkt, dass Snake Eye immer noch zu stark ist. Und deswegen wollen die jetzt das Ganze ein bisschen runterschrauben. Deswegen kommen als nächstes auch Snake Eye Poplar. Auch auf 1, genauso wie bei uns in TCG. Die haben bei uns abgeguckt, da haben so, okay, ist gar nicht so schlecht, Poplar auf 1 zu machen. Also ist es Poplar auch auf 1. Gehen wir weiter. Das nächste Deck ist jetzt Tempai Dragon. Und Tempai Dragon hat sein Chundra jetzt auf 1. Nachdem die den Fiesfell auf 1 gemacht haben, hat das wahrscheinlich viel gebracht. Und dann haben die gesagt, so, okay, jetzt müssen wir eigentlich den Chundra auch auf 1 machen. Und so ist Chundra auch auf 1. Als nächstes kommen wir zum nächsten Deck. Jubel. Phantom von Jubel ist auch auf 1. Ja, die Karte haben sich viele gewünscht, dass diese Karte auch in TCG auf 1 geht, weil die Karte besagt nicht, dass man diese Karte einmal pro Spielzug beschwören kann, sondern du kannst ihn auch bis zu dreimal wirklich holen und das ist ein Combo-Extender ist das. Ist eine Monster-Negate, das ist eine sehr, sehr strong Karte ist das und jetzt ist das in OCG auf 1. Als nächstes 2 Hits, die sehr, 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 sehr interessant sind. Und zwar Fiendsmith Engraver ist auf 1. Und Fiendsmith Tracked ist auch auf 1. Da haben die Leute, wahrscheinlich haben die noch sich gemerkt, okay, Fiendsmith ist einfach viel zu overpower. Und ja, so haben die das Gefühl fast getötet. Das ist alles. Ja, Engraver ist auf 1. Das heißt, du hast nur noch einmal, kannst du ihn abwerfen, einmal holen und so weiter. Das ist viel passiert nichts da. Und Tracked hat man meistens eigentlich auch nur einmal gespielt, ab und zu zweimal, aber jetzt ist es auf 1. Und die letzte Karte, die jetzt auf 1 limitiert ist, ist es wieder eine Snake Eye Karte, nämlich der Bonfire. Ist auch jetzt auf 1. Ja, was soll ich sagen, im Großen und Ganzen gefällt mir das eigentlich. Besonders die Snake Eye Hits, die Fiendsmith Hits sind alle sehr, sehr solide. Comeback von Drydent und Masterpiece finde ich eigentlich ziemlich cool, sehr, sehr geil. Dragoon, ich weiß nicht, ob Dragoon irgendeinen Unterschied damals gemacht hat bei OCG, aber soll er da sein. Und Phantom auf 1 sehr wichtig und Chundra auf 1 auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und bis jetzt eine sehr, sehr schöne Liste. Machen wir weiter. Semi-Limited Karten, die jetzt auf 2 sind. Eva ist auf 2. Also ich meine, okay, mal gucken. Dann haben wir den Speedroid. Terror, was heißt das? Terror Top ist es auf 2, bei uns auf 3, glaube ich.
Pank ist auch auf 2. Bei uns ist auch auf 2. Dann haben wir als nächstes MX Saber Invoker. Not gonna lie, ich habe keine Ahnung, welche Karte das ist. Deswegen, I don't know. Genau das gleiche ist das auch für Luster Pendulum, der Draco Slayer. Auch eine Draco Slayer, die jetzt auf 2 rauskommt. Dann haben wir den Goldenen Sarkophag, die auch auf 2 ist. Okay. Dann haben wir Branded Opening auf 2. Dann haben wir den Schicksal Fusion, also Destiny Fusion, ist es auf 2. Dann haben wir den Jubel Field Spell, also Nightmare Throne, ist auch jetzt auf 2. Das heißt, die haben jetzt wirklich 3 Decks gehittet. Die haben den Tempai gehittet, die haben jetzt Snake Eye gehittet, die haben jetzt eigentlich auch Fiends mit Engine gehittet. Und dabei haben die beide Decks gleichzeitig auch gehittet. Und die haben noch Jubel gehittet. Field Spell auf 2, Phantom auf 1. Und dann haben wir den Gozen Match, ist jetzt auf 2. Auch ein bisschen ungewöhnlich für Konami, weil eigentlich wollen die ja die ganze Floodgates eigentlich auf 1 haben. Jetzt haben die das Gozen Match, haben die um 2 gepackt. Aber was mich sehr, sehr, sehr überrascht hat, ist, Maxi ist jetzt nicht mehr auf 3, sondern auf 2. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt diese Molchami, die neue Molchami haben, dass sie gesagt haben, okay, das ist ein bisschen too much jetzt, wenn man dies beide hat auf 3 und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das auf 2. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn die das auf 1 gemacht haben, Maxi. Aber es ist sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, dass Maxi seit Jahren wieder einen Hit auf Banlist bekommen hat, dass sie jetzt wieder nicht mehr auf 3, sondern auf 2 ist. Interessant, interessant. Dann kommen wir als letztes zu den Karten, die jetzt unlimited sind, nämlich einmal Blaster Dragon, Ruler of Inferno, dann haben wir den Redox, Tidal und Tempest. Alle diese Dragon Ruler Karten sind das alle auf 3. Dann haben wir den Performage, Plushfire, der auch jetzt ein Erratum bekommen hat vor kurzem, ist auch jetzt auf 3 auf in OCG. Dann haben wir Spiral Quick Fix, ist auf 3. Es ist interessant. Spiral ist so ein Deckthema, ist das. Das kann sehr schnell skalieren, finde ich. Und man muss da sehr vorsichtig rangehen, was man da auf 3 bringt und was man zurückbringt. Es wird sich zeigen, ob der Quick Fix etwas macht. Aber bin sehr gespannt. Dann haben wir Zeus auf 3. Anscheinend war Zeus nicht auf 3 auf OCG tatsächlich. Und dann haben wir endlich mal den Magic Spectre Unicorn Kirin. Ist auch endlich auf 3. Und dann haben wir My Friend Pearly. Ist auch auf 3 für Pearly-Spieler. Und dann haben wir zwei Boardbreaker. Einmal Raigeki und einmal Blitzsturm. Haben wir auch jetzt auf 3. So wie das in TCG haben wir Raigeki auf 3. Aber unsere Blitzsturm ist auf 2. Eine sehr, 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 sehr große Liste. Also muss man wirklich sagen, da sind insgesamt 12, 20, 16, 20, 23, 27, 31, 35 Karten sind drauf. Eine sehr, sehr große Liste. Im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn da drinnen noch ein IP oder ein Apollosa drin wäre, wäre es wahrscheinlich die perfekte Banlist, weil die Banlist wirklich sehr, sehr gut ist, finde ich. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Wie findet ihr die Liste? Und was denkt ihr, wie sich die Meta, also die OCG-Meta, sich ändern wird und was wir da sehen werden und welches Deck das beste Deck sein wird? Das ist halt sehr interessant, weil Snake Eye ist halt alles zwar limitiert, aber die Frage ist, ist es immer noch gut genug? Und ohne Beatrice, ohne Fiends mit Engine und so weiter. Und Jubel ist das jetzt halt ein bisschen Hits bekommen auf jeden Fall. Und Tempai Dragon hat hier ein bisschen Hits bekommen. Und jetzt bin ich gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, welches Deck denkt ihr wird das dominante Deck sein in OCG? Und denkt ihr, dass wir bei dem nächsten Banlist auch mal ein oder anderen von diesen Veränderungen, was wir hier in dieser Liste gesehen haben, bei uns übernommen wird? Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hau rein, Leute, und ciao!